Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zur Medizinakademie-Sprechstunde vom Deutschen Roten Kreuz Karlsruhe. Und ich freue mich, dass ich heute mit Herrn Dr. Stefan Kirschner, den ärztlichen Direktor der orthopädischen Kliniken, der Videa-Kliniken Standort Karlsruhe, zu Gast habe zu einem spannenden Thema, nämlich Knieverschleiß und passend zur Fußball-Weltmeisterschaft O-Beine und die Frage, wie kann man, welche Möglichkeiten der Versorgung hat man. Jetzt gibt es ja nicht nur Fußballer, die Schwierigkeiten im Verlauf ihrer Karriere mit Knieproblemen haben. Das Knie ist ja eines der kompliziertesten Gelenke überhaupt. Ich habe lange Zeit Tischtennis gespielt und da ist auf dem Hallenboden, der natürlich entsprechend nicht rutschfest ist, sondern abrupte Bewegung verursacht, natürlich auch Probleme gehabt mit dem Knie, wenn gleich auch keine O-Beine, aber immerhin. Diese Art der Bewegung ist natürlich schon geeignet, im Laufe der Zeit Verschleißerscheinungen hervorzubringen. Was tut man dagegen vorher und nachher? Das ist leider nicht so nett, weil wir wissen, dass diese Start-Stopp-Belastung, die Sie angesprochen haben, oder große Sprungbelastung das Knie sehr beanspruchen. Wenn dazu noch eine O-Beinstellung kommt, also eine Achsabweichung nach außen, ist die Belastung auf dem inneren Teil des Kniegelenkes besonders groß. Und es kommt dann sehr häufig dazu, dass der Knorpel dort verschleißt. Nun geht es darum, natürlich einmal die Belastung möglichst so zu gestalten, dass das Knie nicht verschleißt. Also ein bisschen mehr Maß halten beim Sport. Wenn der Verschleiß da ist, möchten wir die Patienten gerne beim Sport halten. Deshalb das Thema auch mit den Möglichkeiten der Versorgung beim O-Bein. Die O-Beinstellung ist eine besonders schlechte biomechanische Stellung für das Knie, weil der innere Bereich des Knies sehr viel Belastung tragen muss. Eine Möglichkeit, dem zu begegnen, ist eine Umstellungsosteotomie zu machen, also das Bein zu begradigen, damit die Belastung gleichmäßiger getragen wird. Und das sind Dinge, die wir vor allen Dingen jüngeren Sportlern raten, um einen Kniegelenksersatz möglichst lange zu vermeiden. Also dieser Rat wird jetzt für den Sergio Romero, dem Torwart der argentinischen Nationalmannschaft, wahrscheinlich nicht mehr helfen können, so kurz vor der WM. Ich weiß auch die Diagnose nicht, aber ist da eine Operation in jedem Falle geboten oder kann man das mit anderen Methoden behindern? Man kann natürlich auch lange warten, dann schreitet der Verschleiß in der Regel weiter fort und am Ende dieser Entwicklung steht dann in der Regel das Kunstgelenk. Aha. Worum es geht, ist, wenn Patienten ein O-Bein haben, also diese Abweichung von der Achse und ein Schmerz innen am Kniegelenk, möchten wir gerne das Kunstgelenk möglichst weit nach hinten verschieben. Mhm. Und dann bietet sich so ein bisschen als Prävention oder als frühe Behandlung der Arthrose die Umstellungsosteotomie an. Man kann auch den anderen Weg wählen und nichts machen. In der Regel schreitet die Arthrose bei einer ungünstigen Biomechanik weiter fort. Und früher oder später wird man sich dann wahrscheinlich für einen Kniegelenksersatz unterhalten. Kniegelenksersatz. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man hinterher dann wieder den gewohnten Sport treiben kann, im gewohnten Umfang? Oder ist da in jedem Falle auch nach einem Kniegelenksersatz Schonung geboten? Also wir machen Kunstgelenke, damit Patienten wieder aktiv werden können und natürlich auch, dass sie wieder sportlich aktiv werden können. Wir haben ein bisschen Vorbehalte, das, was dem normalen Kniegelenk nicht gut getan hat, die Start-Stopp-Belastung, hohe Sprungbelastung, tun auch dem Kunstgelenk nicht gut. Bei den Knieprothesen gibt es die Möglichkeit, eine volle Prothese zu machen oder eine Teilprothese. Und wo Sie angesprochen haben, wie geht es mit dem Sport vorwärts, können wir sagen, wenn der Knieverschleiß nur auf der Innenseite des Kniegelenkes ist, die Bandsituation günstig ist, kann man einen Teilersatz machen, weil wir wissen, dass diese Patienten mehr sportliche Aktivitäten haben als die Leute, die einen kompletten Ersatz haben. Das Knie fühlt sich natürlicher an, kann besser bewegt werden und dementsprechend gehen die Patienten auch wieder mehr sportlichen Betätigungen nach. Gibt es signifikante Unterschiede zwischen älteren Patienten und jungen? Gerade auch was die sportliche Belastung anbelangt, die körperliche Belastung des Gelenks.
Mit dem zunehmenden Alter kommt natürlich auch die Weisheit, auch wenn es ganz verrückte Ältere gibt, die dann noch sehr aktive Extremsportarten machen wollen. Aber da ist schon eine gewisse Einsicht da. Und dann verschiebt sich ein kleines bisschen die Erwartung des Patienten, was er mit dem Kniegelenk haben möchte. Der ältere Patient wird die Aktivitäten des täglichen Lebens absolvieren möchten. Der jüngere Patient möchte mehr Aktivität haben, fragt also dediziert Sportarten nach. Daran unterscheiden sich die Patienten. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Kirschner. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, aktiv bleiben, aber mit Maß und Mitte und nach ärztlichem Rat. Also das Sportprogramm sollte auch individuell abgestimmt sein. Vielen Dank. Ganz genau. Bleiben Sie aktiv.